Ich hoffe, Sie hatten ein angenehmes Wochenende. Willkommen zur Zeit im Bild 2. Als erstes Bundesland öffnet Wien jetzt den Zugang zur sogenannten Booster-Impfung. Aufgefrischt ab morgen können alle schon 6 Monate nach der letzten Impfung ihren dritten Stich bekommen. Für weitere Bezirke führen Ausreisetests ein. 80 Schüsse gab der Attentäter beim Terroranschlag vor einem Jahr in Wien ab. Welche Lehren hat die Politik daraus gezogen? Dazu ein Gespräch mit der Leiterin der Untersuchungskommission, Ingeborg Zerbes. Unter Asche, der Vulkanausbruch auf La Palma bedroht weiter zahlreiche Siedlungen, doch er lockt auch tausende Touristen an. Trotz langem Wochenende ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen nach heute Montag sehr hoch. 4.523 Neuinfektionen melden die Ministerien heute. 1.458 liegen im Krankenhaus, davon 292 auf einer Intensivstation. 12 Menschen sind seit gestern verstorben. Wegen der enorm hohen 7-Tages-Inzidenzen gemeinsam mit der Auslastung von Intensivstationen gibt es bereits in 8 Bezirken Ausreisetests. Morgen kommen gleich 4 neue Bezirke dazu, nämlich Waidhofen an der Ybbs in Niederösterreich sowie Steyr-Land, Vöcklabruck und Perg in Oberösterreich. Beim Verlassen dieser 12 Bezirke muss ein 3G-Nachweis vorgelegt werden. Wie die Wiener Zeitung zuerst berichtet hat und das Gesundheitsministerium der ZIB2 bestätigt, finden zwischen den Hochrisikobezirken in den jeweiligen Bundesländern aber keine Ausreisetests statt. Je mehr Bezirke also Hochrisikogebiet werden, umso größer wird das Gebiet, in dem man sich ohne Kontrollen bewegen kann. Unterdessen öffnet Wien den Zugang zur dritten Impfung, der Booster. Also eben diese dritte Impfung steht dann allen ab morgen 6 Monate nach der zweiten Impfung zur Verfügung. Am Abend hat dann auch Vorarlberg die dritte Impfung vorgezogen, wie die Vorarlberger Nachrichten berichten. Stefanie Leodolter berichtet. Egal auf wie vielen Rädern die Menschen unterwegs sind, wer den Bezirk Amstetten heute in Richtung Oberösterreich verlassen hat, ist kontrolliert worden. Ab morgen sollte das dann eigentlich auch in die andere Richtung gelten. Die 2 Hochrisikobezirke Amstetten und Perg trennt schließlich eine Landesgrenze. Zurzeit gilt, je weiter östlich das Bundesland, desto niedriger die Inzidenzen. Im Burgenland sind außerdem am allermeisten Menschen geimpft, mehr als 70%. Wohl nicht zuletzt auch wegen einer Lotterie, die mit teuren Preisen zum Impfen locken sollte und zu deren Umsetzung nur noch 90 Stiche fehlen. Weiterhin gestochen soll auch in Wien werden. Ab morgen steht für alle bereits vollständig Immunisierten nach 6 Monaten eine Auffrischung zur Verfügung. Ich glaube, man muss das ein bisschen sehen, dass es eigentlich keine Boosterimpfung ist, sondern abschließende Grundimmunisierung. Das heißt, insgesamt hat man ähnlich wie bei der Zecken, also bei der FSME-Impfung, dann mit dieser dritten Teilimpfung wahrscheinlich eine gute Grundimmunisierung abgeschlossen. Ob das dann ein halbes Jahr, ein Jahr, 5 Jahre reicht, ich glaube, das ist momentan komplett prophetisch. Ich würde aber davon ausgehen, dass man nicht wieder in einem halben Jahr eine neue Impfung brauchen wird. Die Stadt Wien verimpft die Stoffe von BioNTech, Pfizer und Moderna. Seit langem wird darüber diskutiert, ob und welche Impfstoffe miteinander harmonieren und welche Auswirkungen Kreuzimpfungen haben könnten. Der Experte hält das für ungefährlich, bleibt aber lieber bei der Empfehlung laut Zulassung. Wenn ich eine Grundimmunisierung mit BioNTech, Pfizer bekommen habe, hätte ich dann den dritten Stich auch wieder mit BioNTech, Pfizer. Wenn ich die Grundimmunisierung mit Moderna gehabt hätte, auch wieder mit Moderna, allerdings nur mit der halben Dosis von Moderna, so wird das mit großer Wahrscheinlichkeit auch in der Zulassung abgebildet werden. Und das wäre meine grundsätzliche Empfehlung. Einfach, weil ich hier die größte Sicherheitsdatenbank zur Verfügung habe. Ich glaube nicht, dass man etwas Schädliches macht, wenn man Kreuz impft, wenn man das möchte. Ich würde mich grundsätzlich einfach an die Zulassung halten von der Empfehlung her. Österreichweit haben bis jetzt rund 320.000 Menschen ihre Corona-Schutzimpfung aufgefrischt. Es ist der 2. November letzten Jahres, der letzte Abend vor dem Lockdown, als um 19.59 Uhr ein 20-jähriger IS-Sympathisant beginnt, auf Passanten zu schießen. 9 Minuten wird der dschihadistisch motivierte Terroranschlag in Wien dauern, bis ein Polizist der Einsatzeinheit Vega ihn töten kann. 4 Menschen verlieren durch die Kugeln des Attentäters ihr Leben. Noch immer laufen die Ermittlungen zu Mittätern und Mitwissern. Die Aufarbeitung ist aber für die Opfer genauso wenig abgeschlossen wie für die Behörden. Patrick Ruska berichtet. Vanessa, 24. Jiang, 39. Najib, 21.
und Gudrun, 44. Sie alle wurden am 2. November 2020 beim Anschlag von Wien von einem radikal-islamistischen Terroristen ermordet. Andreas Wiesinger hat den Anschlag überlebt. Der Terrorschütze schießt vor dem Lokalphilosoph auf ihn und weitere Gäste. Ein Jahr später hat Andreas Wiesinger folgende Botschaft. Dass das Leben weitergeht, dass wir uns als Gesellschaft nicht spalten lassen, das ist so wichtig. Und dass wir jetzt nicht in Angst leben, das ist das Einzige, was wir zeigen können, oder das Stärkste, was wir zeigen können, dass wir als Wien einfach weitermachen, weiter sind und uns weiter freuen. Die polizeilichen Ermittlungen rund um den Terroranschlag sind noch nicht beendet. Eine Untersuchungskommission unter der Leitung von Strafrechtsprofessorin Ingeborg Zerbes hat ja bereits schwere Versäumnisse der Behörden festgestellt. Nach einer vorzeitigen Entlassung sei der spätere Attentäter vom Schirm des Verfassungsschutzes und der Justiz verschwunden. Die interne Kommunikation im Verfassungsschutz habe nicht funktioniert. Auch eine Gefährdungseinschätzung des Innenministeriums habe es nicht gegeben, obwohl der spätere Attentäter sich mit radikalisierten Gleichgesinnten getroffen hat und sogar ein versuchter Munitionskauf in der Slowakei den österreichischen Behörden im Innenministerium weitergemeldet wurde. Politische Konsequenzen gab es nach dem Bericht keine und auch die Entschädigungszahlungen für die Hinterbliebenen und Überlebenden laufen nur schleppend an. Nach anhaltender Kritik hat die Bundesregierung vor knapp einem Monat, 11 Monate nach dem Anschlag, einen Entschädigungsfonds eingerichtet. Dotiert ist er mit 2,2 Millionen Euro. 60 Personen haben sich bisher gemeldet. Ein erster guter Schritt, der aber für mehrere der Hinterbliebenen nicht ausreicht. Sie haben Amtshaftungsklage gegen die Republik eingebracht. Wir glauben sogar, dass wir mit Anlass dafür waren, dass es diesen Fonds nun endlich gibt. Ich finde, das ist eine gute Sache. Ja, ich will das gar nicht schlecht reden. Aber der Klagsanspruch gründet sich trotz alledem natürlich auch auf das Begehren der Mutter und der Schwester der Verstorbenen, die sagen, sie wollen auch gerichtlich festgestellt bekommen, ja, die Republik Österreich hat hier nicht optimal agiert. Auch Andreas Wiesinger hat sich erkundigt, ob er entschädigt werden würde. Die Antwort? 50 Schuss sind auf und ab gefeuert worden. Und ich hatte selber einen Streifschuss am Kopf, einen Streifschuss am Knie und unzählige Kugeln links und rechts vorbeifliegen gespürt. Aber beim Beratungsgespräch beim ersten wurde mir mitgeteilt, dass ich mir nicht zu viel Hoffnung machen sollte auf eine Entschädigung, da es nicht in den Cluster schwerer Körperverletzung fällt. Dafür hätte ich mich schwerer treffen lassen müssen offensichtlich. Deswegen habe ich auch nie etwas beantragt. Also das Wort, das wir untereinander sagen, ist, wir sind denen doch völlig gleichgültig. Und ich glaube, das trifft es einfach, dass sie nicht an uns denken. Zur offiziellen Gedenkveranstaltung ist Herr Wiesinger nicht eingeladen worden. Er und andere Überlebende planen jetzt ein eigenes Gedenken. Und im Studio begrüße ich die Leiterin der Untersuchungskommission zu dem Terroranschlag in Wien, die im Februar ihren Abschlussbericht vorgelegt hat, die Strafrechtsprofessorin Ingeborg Zerbes. Schönen guten Abend. Guten Abend. Frau Dr. Zerbes, Sie listen in Ihrem Bericht eine ganze Reihe an schwerwiegenden Fehlern der Ermittlungsbehörden im Vorfeld auf und doch schreiben Sie, dass keiner dieser Fehler kausal für den Anschlag war. Wäre der Anschlag aber verhinderbar gewesen, wenn all diese Fehler nicht passiert wären? Also ich glaube, man kann das so nicht sagen. Man kann keine konkrete Ermittlungsmaßnahme bezeichnen, die ex ante, so aus damaliger Sicht, angestanden hat. Es standen einige an, auf jeden Fall. Aber keine, von denen man sagen kann, und die wäre es gewesen, die den Anschlag verhindert. Und wenn alle nicht passiert wären? Und wenn alle nicht passiert, danke, ja, wenn alle nicht passiert, also wenn alle Ermittlungshandlungen, die adäquat gewesen wären, passiert wären, wenn alles gemacht worden wäre, dann wäre das Risiko dieses Anschlags herabgesetzt worden. Aber auch selbst dann kann man nicht sagen, er wäre nicht passiert. Also Kausalität im Hinblick darauf, gibt es jetzt eine oder mehrere Handlungen, die den Anschlag verhindert hätten? Das kann man so konkret nicht sagen. Man kann nur sagen, sie hätten das Risiko insgesamt deutlich herabgesetzt. Sie sprechen heute in einem Feature auf Ö1 von einem Abschieben der Verantwortung in den unteren Etagen bei den Behörden, weil gegen zwei Beamte des Landesverfassungsschutzes wegen Amtsmissbrauch ermittelt wird. Macht sich die Führung im Ministerium zu leicht mit der Aufarbeitung der Geschehnisse damals?
Also die Verfolgung von verschiedenen einzelnen Sachbearbeitern oder auch Vorgesetzten wegen Amtsmissbrauch, das ist ja der Hauptvorwurf, den halte ich für falsch. Hier ist Schlamperei passiert und ein systemisches Versagen insgesamt, Sicher haben auch einzelne Fehler gemacht, also die haben ihre Fehler sozusagen alle zusammengetragen. Aber es ist nicht so, dass jemand wissentlich Befugnisse missbraucht hat. Und das wäre der Amtsmissbrauch. Und insofern haben Sie recht, dass also die Verurteilungen oder strafrechtliche Verfolgungen wegen derjenigen, die an der Front arbeiten und vielleicht nicht bestmöglich gearbeitet haben, diese strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen, halte ich für falsch. Und das hat schon etwas mit Verschieben der Verantwortung an Einzelpersonen, statt die Verantwortung des Systems in Angriff zu nehmen. Sie haben im Rahmen Ihres Berichtes auch kritisiert, dass Sie, wenn es bei Ihren Ermittlungen, Untersuchungen um die Spitze des Ministeriums, auch um den Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit ging, dass Sie da dann nicht mehr so viel und so guten Zugang zu den Akten hatten. Fügt sich das in ein Bild? Hat die Spitze des Ministeriums zu wenig Willen für Aufklärung gehabt? Das kann ich so allgemein wohl nicht sagen. Also ich habe auch nie den Eindruck gehabt, dass man mich beeinflussen oder behindern will. Aber das stimmt bei unseren Nachfragen im Hinblick darauf, wie wurde die behördliche Spitze, und damit meine ich jetzt die fachliche Spitze, also den Generaldirektor für öffentliche Sicherheit, den Herrn Dr. Ruf, wie der genau informiert wird und welche Informationen er hatte im Vorfeld des Anschlags, die diese Terrorzelle, um die es geht, oder gar den einzelnen Täter betreffen, den späteren Täter betreffen, das war bis zum Schluss nicht vollständig zu klären. Die Polizei interpretiert Ihren Bericht ja offenbar sogar als Freispruch. Der Wiener Polizeipräsident Bürstl lobt in einem APA-Interview zum Jahrestag die eigene Polizeiarbeit und sagt, im Großen und Ganzen ist das so gelaufen, wie wir es uns auch vorgestellt haben. Und zitiert da eben auch explizit Ihren Bericht. Hat er da recht? Ist es so gelaufen, wie man sich das vorstellen muss und soll? Also die 9 Minuten Polizeieinsatz und 9 Minuten, um diesen Anschlag zu beenden, die sind erstaunlich und die sind eindeutig, also die zeugen von hoher Professionalität und das ist geglückt. Ich nehme an, er hat das gemeint. Beim Rest werden Sie sich beim Rest, nein, beim Rest kann man das so nicht sagen, nach dem, was wir alles gesehen haben. Und nach dem, was alles ermittelt wurde, tausende an Akten hergestellt wurden, aber in Wahrheit hat sich niemand die Mühe gemacht, diese Akten auszuwerten. Also es geht nicht darum, dass man zu wenig ermittelt, quantitativ, es geht darum, dass man qualitativ nicht Bewertungen und Querverbindungen geschaffen hat. Es hat sich niemand dran gesetzt, bei dem die Informationen alle einfließen und der dann sozusagen eine den Tatsachen entsprechende Gefährdungsanalyse gemacht hat. Die ganz große Reform kam im Innenministerium mit der Neuorganisation des auch schon davor sehr umstrittenen Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Vor allem da war ja Ihr Kritikpunkt die Zusammenarbeit zwischen den Landesstellen und der Bundesstelle, der Informationsfluss, der da gar nicht funktioniert habe und so weiter. Jetzt gibt es ein neues DSN, wie es heißen wird, aber sind diese internen Strukturprobleme Ihrer Meinung nach mit der neuen Organisationsstruktur gelöst? Also es ist statt dem BVT, statt dem Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, soll es jetzt die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst geben, die im Wesentlichen dieselben Aufgaben erfüllt, allerdings mit einer Zweiteilung, einmal mit einer nachrichtendienstlichen Arbeit und ein zweiter, davon grundsätzlich getrennter Teil mit, sagen wir, anderer Polizeiarbeit, die zur Terrorismusabwehr entscheidend ist. Ich sehe aber jetzt nicht aus meiner Perspektive oder aus der Sicht der Perspektive der Untersuchungskommission, sehe ich da jetzt nicht den großen Gewinn im Hinblick auf ein Plus an Datenaustausch. Ja, also wenn man Sachen trennt, noch stärker trennt, heißt es ja nicht unbedingt, vielleicht sogar im Gegenteil, dass man jetzt besser und effektiver und mit mehr Bedacht die Daten auswählt und sie austauscht. Jetzt sagen quasi alle Radikalisierungsexperten, die Gefahr von dschihadistisch motivierten Anschlägen in Europa ist nach wie vor da, sie ist nach wie vor gegeben. Heißt das im Umkehrschluss, dass Österreich und die österreichischen Sicherheitsbehörden Ihrer Meinung nach nicht wesentlich besser darauf vorbereitet sind, diese möglichen Attentäter zu finden und zu stoppen? Also man bemüht sich jetzt sicher, das besser. Aber reicht das Bemühen? Ich glaube, ich bin mir sicher, wir werden nie in einer ganz sicheren Gesellschaft leben. Und insbesondere bei einer international so
prekär verunsicherten Lage mit so vielen verschiedenen Krisenherden, gerade aus den relevanten Gebieten, wird es in keinem Staat wirkliche Sicherheit geben. Und in Österreich lebt man im Alltag jedenfalls noch immer sehr, sehr locker und sehr sicher. Ich kann natürlich nicht sagen, so wie das niemand sagen kann, selbst mit bester Polizeiarbeit sagen könnte, es wird kein Anschlag mehr passieren. Der besten Sicherheitsbehörde der Welt kann ein Attentäter durchgehen. Sagt Strafrechtsprofessorin Ingeborg Zerbes in einem Gespräch, das wir vor der Sendung aufgezeichnet und deutlich gekürzt haben. Das ganze Gespräch, in dem es auch um die Neuaufstellung der Deradikalisierungsarbeit geht, können Sie wie immer in der TV-Thek ansehen und im ZIP2-Podcast nachhören. Und damit in den Atlantik. Seit 7 Wochen spuckt der Vulkan im Süden La Palmas nun schon Asche und Lava. Laut ExpertInnen ist ein Ende der Eruption nicht in Sicht. Fast 1000 Hektar Land sind bereits von der Lava verschlungen worden. Über 2000 Gebäude wurden zerstört. Von der Lava bedroht ist auch der Friedhof der Ortschaft Los Llanos. Zum Allerheiligentag musste die Feier improvisiert werden. Josef Manola berichtet. Es war eine Allerheiligenfeier, wie sie die Insel La Palma noch nie erlebt hat. Das Betreten des Friedhofs der Ortschaft Los Llanos war untersagt. Aus Sicherheitsgründen waren alle Zufahrtsstraßen gesperrt worden. Die Lava bedroht die Friedhofsmauern. Um den Angehörigen dennoch Gelegenheit zu geben, ihrer Toten zu gedenken, wurde eine Tafel mit allen Namen in der Ortschaft aufgestellt. Gemischte Gefühle bei den Angehörigen. Es ist sehr schmerzlich. Wir können nicht einmal bis zum Friedhof gelangen, um unserer Angehörigen zu gedenken und ihnen Blumen zu bringen. Das ist so traurig. Eine Einheit des Militärs zollte den Toten Tribut. Aus einem Hubschrauber wurden Blumen auf den von der Asche vollkommen zugedeckten Friedhof geworfen. 6 Wochen nach dem Ausbruch ist der Vulkan immer noch aktiv. Die regelmäßigen Erdstöße und viel Lava deuten darauf hin, dass der Cumbre Vieja so bald nicht verlöschen wird. Die zerstörerische Gewalt des Vulkans hat 1000 Hektar Land unter Lava begraben und über 2000 Gebäude zerstört. Die Bewohnerin steht vor dem Nichts. Nichts ist übrig geblieben von unserem Haus. Das ist alles so traurig. Ich spreche zum Vulkan. Ich sag: Hör auf, hör endlich auf, zerstör nicht noch mehr. Unser Leben hast du schon zerstört. Der Vulkan ist Feind und Bedrohung. Er zieht aber auch viele Menschen an. Tausende Neugierige kamen über das verlängerte Wochenende und bescherten den Hotels einen unerwarteten Umsatzrekord. Ich habe gemischte Gefühle, wenn ich das sehe. Die Menschen leiden natürlich unter den Folgen des Vulkanausbruchs, aber es ist auch ein gewaltiges Schauspiel. Bald könnte Gewissheit sein, wovon Vulkanologen bisher nur als eine der möglichen Varianten sprechen. Sollte der Lavastrom seine Richtung ändern, könnte der Friedhof mit seinen 300 Grüften vollkommen begraben werden. Wir berichten gleich noch über den neuen Roman des Bestseller-Autors Jonathan Franzen nach weiteren Meldungen vom Tag. Die Steuereinnahmen der Republik Österreich sind in den ersten 3 Quartalen 2021 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, um fast 9 Milliarden Euro. Damit liegen die Einnahmen auch über dem Vorkrisenniveau von 2019. Ein Zeichen der wirtschaftlichen Erholung, heißt es aus dem Finanzministerium. Beim Waldbrand im Raxgebiet in Niederösterreich kämpfen die Einsatzkräfte noch immer gegen zahlreiche Glutnester. Die fast 700 Helferinnen und Helfer hoffen nun auf einen Wetterumschwung. In der kommenden Nacht wird Regen erwartet. Die Brandursache ist weiter unklar. Zum Auftakt der Weltklimakonferenz in Glasgow findet UN-Generalsekretär Antonio Guterres drastische Worte. Wir schaufeln uns unser eigenes Grab, so Guterres. Und auch Queen Elizabeth II. Hat sich per Videobotschaft an die Staats- und Regierungschefs gewandt. Die Geschichte habe gezeigt, wo verschiedene Nationen gemeinsam an einem Strang ziehen, sei immer Platz für Hoffnung. In Lagos, der größten Stadt Nigerias, ist ein Hochhaus eingestürzt. Mindestens 4 Menschen sind ums Leben gekommen. Insgesamt dürften mehr als 50 Personen verschüttet worden sein.
In Nigeria werden oft Vorschriften missachtet und schlechtes Material verbaut. Gebäudeeinstürze passieren relativ häufig. Jonathan Franzen hat mit seinem Roman Die Korrekturen im September 2001 einen Weltbestseller geschrieben. Seine Bücher werden seither sichere Kassenschlager. Nun hat Franzen eine epische Trilogie angekündigt. Der erste Teil, der Familienroman Crossroads, erscheint dieser Tage. Franzen zeichnet darin das Sittengemälde einer Gesellschaft im Umbruch, nimmt die Mittelstandsrealität im Amerika der 1970er Jahre in den Blick. Sophie Weiland hat es gelesen. Mit Jonathan Franzen ist zu Beginn des Jahrtausends das Erzählen in die Literatur zurückgekehrt, waren sich viele einig. Den immer beliebter werdenden TV-Serien wollte der Autor nach eigenen Angaben große Romane entgegenhalten. 20 Jahre nach seinem Welterfolg, Die Korrekturen, widmet er sich nun erstmals dem Thema Religiosität. Im Fokus des neuen Romans steht eine weiße Pastorenfamilie aus einem Vorort von Chicago. Ich schreibe eigentlich keine Bücher über Themen. Ich war einfach fasziniert von der Idee, Menschen darzustellen, für die der Glaube sehr wichtig ist. Auf so etwas zu kommen, war eine Sache von 5 Minuten. Aber die 5 Charaktere zu entwickeln, das war eine Arbeit von 2 Jahren. Aus wechselnder Perspektive der Familienmitglieder erzählt Franzen die über 800 Seiten umfassende Geschichte. Ein Tag im Jahr 1971 bildet den Zeitrahmen. Rassismus und Patriotismus, Vietnamkrieg und Friedensbewegung. Das damalige Amerika scheint dem heutigen in vielem zu gleichen. Die Figuren im Buch stehen allesamt an einem Scheideweg in ihrem Leben, den titelgebenden Crossroads. Jede für sich hat mit einem moralischen Dilemma zu kämpfen. Die Frage, wie es möglich ist, ein besserer Mensch zu sein, treibt sie allesamt um. Du selbst fühlst dich vielleicht als guter Mensch, aber du bist immer auch ein Teil einer größeren Struktur und die macht dich schuldig. Ich denke, das ist eine fundamentale christliche Sichtweise, die aber auch sehr populär in den politischen Debatten ist. Crossroads ist als Auftakt einer großen Trilogie mit dem Titel »Ein Schlüssel zu allen Mythologien« geplant. Für die einen hat sich der Erfolgsautor in seiner Erzählkunst wieder einmal selbst übertroffen. Die anderen halten den Franzens Hype nicht mehr für gerechtfertigt, sein ausschweifendes Erzählen für altmodisch. Jonathan Franzen selbst schreibt, um zu unterhalten, wie er sagt. Und damit macht er Netflix und Co. allemal Konkurrenz. Es kündigt sich endlich Regen an und das sind gute Nachrichten auch für die Feuerwehren beim Waldbrand im Raxgebiet. Die Aussichten. Intensiv regnen kann es nun über Stunden in weiten Teilen unseres Landes. An der Alpennordseite sinkt die Schneefallgrenze vorübergehend gegen 800 Meter. Morgen Dienstag zieht der Regen zögernd nach Osten ab. Von Westen her setzt sich zeitweise sonniges Wetter durch mit ein paar Schauern und maximal 8 bis 12 Grad. Am Mittwoch wird es wieder etwas milder, aber von Italien her treffen neue Regenwolken ein. Am überwiegend nassen Donnerstag kühlt es im Westen ab, im Osten ist es noch mild. Das war die ZIP 2 am Feiertag. Wir melden uns morgen Abend wieder, dann wie gewohnt um 22 Uhr. Noch einen angenehmen Abend.